Die Wettershow. Und da brauchen Sie einige Tipps von mir, um einen schönen Tag hier zu erleben. Zum einen, Sie brauchen den Regenschirm, denn in vielen Teilen Österreichs ist heute der Regen Programm. Dann gibt es aber auch die Sonnenbrille für die östlichen und südlichen Bundesländer, denn da haben wir auch schon Bad Radkersburg. Da wird es heute schon noch ein bisschen feiner als in den anderen Teilen Österreichs. Und Sie brauchen bitte auch eine Kleidung, denn es wird richtig kühl, auch auf den Bergen, wie hier zum Beispiel in Wolfsberg. Da wird es heute in dem Fall mit dem Aufstehen bei 8 Grad im Tal noch angenehmer, aber die Temperaturen auf den Bergen, die sind relativ kühl, nur bis 7 Grad. Und das bedeutet auch in den Tälern ein bisschen der Spätsommer ist da, beziehungsweise würde man schon was sagen von den Temperaturen, der Herbst. Eine Jacke mehr oder ein Schal mehr, dann sind Sie hier auf der sicheren Seite. Und ich hoffe, dass dieses Tiefdruckgebiet nicht bald wieder unser Land verlässt, denn das hat sich hier breit gemacht in Mitteleuropa. Sie sehen es auch in Deutschland, nur 17 Grad. In Paris auch ein bisschen Regen, aber trotzdem ein bisschen Sonne auch dabei, 21 Grad. Und der Süden Europas, ja, da ist der Sommer noch da zu Hause. Madrid 32 Grad und im Rom 26 Grad mit Sonnenschein pur. Da müssen wir noch in Österreich ein bisschen warten. Heute haben wir mal eine kurze Pause und das bedeutet Regen mit nur 16 Grad. Und dann haben wir in dem Fall auch den Osten, da haben wir ein bisschen höher die Temperaturen bei 19 Grad. Und in Wien sehen Sie auch die 19 Grad, aber auch viel Regen mit dabei. Schauen wir noch in den Westen und da haben wir dasselbe Bild wie in fast Österreich, in fast gesamten Österreich, nämlich Regen und 19 Grad und der Osten, ich habe schon gesagt, auch da ein sehr verregneter Tag, aber es kommt da und dort trotzdem die Sonne durch, also die Hoffnung lebt, würde ich persönlich noch einmal sagen, bei 16 Grad übrigens heute. Der Westen, wie geht's weiter? Ja, morgen noch einmal ein bisschen Regen, dann aber besser 19 Grad und um 22 Grad dann am Donnerstag, da haben wir dann ja auch schon den September, denn wir haben ja jetzt morgen den letzten Tag im August, der ist sehr regnerisch, aber der September startet einmal im Osten mit einem stabileren Wetter und 18 Grad. Das war so das Wetter und jetzt haben wir für Sie eine kurze Werbepause. Bis gleich.